Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. So. Und wir starten wieder frisch, rum, fröhlich, frei durch. Willst du zu mir? Dann knall ich dich gleich ab. Naja, gut, wie dem auch sei, wir waren in den letzten Folgen ja dabei, Rubeum zu suchen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich in der Zwischenzeit im Internet so ein bisschen belesen. Ich muss jetzt mal die Musik ein bisschen leise machen. Moment, so. Und, weil ich wusste überhaupt nicht, nach was ich suchen soll. Siehst du, jetzt kommt er zu mir, siehst du? Das war wieder so klar. Dann baller ich dich gleich runter. So, und da kommt noch der zweite, natürlich. Wo bist du? Komm her, du. Mach ich dich gleich erstmal platt, dann quatsche ich auch weiter. So. Nee, das habe ich befürchtet. Da müssen wir gleich mal gucken, wo wir erstmal was wir wegschmeißen können, weil ich bin vom Inventar her so dermaßen voll. Wie dem auch sei, ich habe mich im Internet erstmal ein bisschen belesen, wie Rubeum überhaupt aussieht. Und das ist eigentlich ganz simpel. Es ist halt ein rotes Gestein oder ein rotes Eisen oder wie auch immer, was das für ein Zeug ist. Und der Fakt ist, ich habe es hier gewonnen. Ich bin nach der letzten Folge, ich glaube, meine Fresse. Nach der letzten Folge. Ja, kommen da jetzt noch mehr, weil das oben noch blinkt oder ist noch alles gut? Es hat deaktiviert, alles klar. Und ich habe im Internet, wie gesagt, gesucht. Und hatte eben ein Bild gefunden von Rubeum, das sah so ein bisschen aus wie Emeril, nur in Rot. Ich kann gleich schon meinen Waffenmodus wieder wechseln, ich höre ihn schon. Achso, nee, das waren die, okay, aber da hinten fliegt trotzdem noch so ein Wächter vorbei. Na, der schwenkt doch sicherlich gleich ein. Na gut, solange er es nicht tut, gucken wir nochmal kurz ins Inventar, weil ich würde ganz gerne irgendwas wegschmeißen, weil wir brauchen den Platz. Ich glaube, ich werde ein Neutrino-Modul wegschmeißen. Ein Neutrino-Modul werde ich wegschmeißen, dann passt das schon. Na, willst du oder willst du nicht? Ich weiß schon, du drehst garantiert gleich um, sobald ich anfange, hier abzubauen. Na gut, dann habe ich im Internet nachgelesen, Rubeum. So, nachladen. Das wollte ich nicht. Ich bin im falschen Waffenmodus, so. Und, wie gesagt, da habe ich ein Bild gefunden, das sah eben so aus wie Emeril, nur in grün, in rot. Also Emeril ist dann ja in dem Augenblick grün oder so, so eine grünliche Farbe. Und da war das ein bisschen anders angezeigt. Das war wie hier nicht so ein Bag wie Heridium, sondern das war dann einfach... Ich mache ein bisschen Licht an. So, ich mache nochmal kurz ein Bild und dann bin ich halt, dachte ich mir so, in der Aufnahmepause fliegst mal ein bisschen los, guckst mal, ob du vielleicht nicht hier irgendwo dann doch sowas Rotes findest und zack, war hier so ein roter Humpen und da dachte ich mal, da lande ich mal, guck mal nach, ob es Rubeum ist. Ist Rubeum. Also das haben wir dann auf jeden Fall schon mal gefunden, haben wir schon mal eine Sorge weniger. Ich gehe nochmal kurz in den Fotomodus, weil das würde ich schon mal ganz gerne, obwohl das ist vielleicht jetzt ein schlechter Zeitpunkt. Wobei, man kann die Sonne natürlich auch bewegen. Das ist natürlich witzig. Kann man die Sonne irgendwie... Ja, die Sonne bewegen, das ist ja schön. Aber kann man die auch irgendwie so ein bisschen... Naja, machen wir das mal. So. So, machen wir das mal. So. Und zack. Und dann freuen wir uns. So. Gut. Rubeum. Das heißt, meine Aufgabe wird jetzt erstmal sein, ich werde ein bisschen was abbauen. Mal gucken, vielleicht ein Stack, wenn ich das schaffe, wenn mich die Wächter so einigermaßen in Ruhe lassen. Und dann würde ich hier auch ganz gerne verschwinden wollen, weil dafür sind die Planeten dann garantiert zu garstig hier. Und dann müssen wir natürlich noch diesen anderen Stoff finden. Nur ich glaube nicht, dass wir den mit unserem Warp-Upgrade, dass wir den kriegen, weil das ist ein grüner Planet. Da kann das natürlich durchaus sein, dass wir dann noch auf ein anderes Upgrade hoffen müssen. Ja, und wenn ihr diese Folge hier seht, dann haben wir schon Donnerstag. Ich würde auch nicht so viel vorproduzieren an No Man's Sky Folgen. Einfach aus dem Grunde, weil am 21. soll ja irgendwas passieren. Das soll ja irgendwas kommen. Ob da ein Update kommt, weiß man nicht. Man munkelt ja, dass die Beta zum nächsten Update kommen soll. Und es soll wo um die 10.000 Spieler geben, die da irgendwie einen besonderen Atlas-Pass bekommen und dann damit reisen können oder damit halt diverse Sachen machen können. Ich weiß natürlich nicht, ob ich zu diesen 10.000 Spielern gehöre. Ich habe mich auf jeden Fall auf der Webseite registriert und da werden wir mal schauen. Sollte das der Fall sein, dann nehme ich natürlich zum Samstag hin direkt gleich frische Folgen auf, damit wir da mal in das Update oder in diese Beta reingucken können. Sofern ich es dann zeigen darf, aber ich gehe da mal von aus.
Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Soll das natürlich nicht der Fall sein, dann spielen wir ganz normal weiter. Ah, das ist gut. Das heißt, wir sind voll, würde ich sagen. Voll. Ja, ein Stack haben wir voll. Sehr schön. Wo ist mein Raumschiff? Da hinten. Dann fliegen wir mal just. Ich würde mal sagen, nach Hause. Wollen wir nach Hause fliegen? Wir können natürlich mal gucken. Wir gucken erstmal im Weltall, würde ich sagen, ob wir überhaupt zu einem grünen Portal porten können. Zu einem grünen Portal, habe ich gesagt, zu einem grünen Sonnensystem warpen können. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. So, erstmal weg hier von diesem Planeten hier, also diesem garstigen Planeten. So, aber wir haben wenigstens Wassersphären gefunden. Das ist ja schon mal sehr, sehr, sehr geil. So, und jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier irgendwo vielleicht was Grünes finden. So, wir wollten Weg zur Galaxie, zum Zentrum wollen wir nicht. Da hinten ist was Grünes, da glaube ich. Wupp. Da kommen wir nicht hin, wetten. Ah, Warp-Reaktor Tau ist erforderlich. Das ist ja wieder klar. Also wir brauchen Warp-Reaktor Tau. So, was wir dafür machen müssen, das weiß ich natürlich nicht. Da muss ich dann wieder mal nachforschen. Im Internet am besten. Was wir als nächstes für Aufgaben machen müssen. Vielleicht... Na gut, das wird uns ja wahrscheinlich nachher der Polo wieder sagen. Der Polo wird uns das ja garantiert sagen, was wir dann für den nächsten Akt machen müssen. Das ist natürlich schade. So, erstmal gucken, wo ist denn mein... Da ist mein... Raumstation. Kurs auf Raumstation. Und dann porten wir... Ich wollte eigentlich gar nicht so. Dann porten wir erstmal nach Hause. Dann gucken wir, was wir für das Rubeum kriegen. Und ja, dann müssen wir mal gucken, was wir dann als nächstes tun. Weil dann wäre die erste Teilaufgabe wäre dann erstmal gelöst. Und wir müssen dann mal schauen. Ich glaube, in meinem Heimatsonnensystem, da war sogar der Polo. Also ich weiß nicht, ob wir dann vielleicht sogar noch eine neue Mission kriegen von Polo gleich hinterher. Weiß ich nicht. Wir werden vielleicht einfach mal hinfliegen und mal gucken. Vielleicht kriegen wir was oder wir kriegen nichts. Oder ich weiß das nicht. Halt! So, wo ist der Eingang? Der ist auf der anderen Seite, wie ich glaube ich gerade gesehen habe. So, vorsichtig. So. Scheiße. So, vielleicht. Ah, da ist er. Da habe ich mich doch nicht ganz verguckt. So, vorsichtig eindocken. So. Wunderbest. Siehst du, dann haben wir erstmal eine Mission erstmal wieder erfüllt. Und dann können wir uns auch erstmal ausleeren, weil wir haben ja so viel Zeugs dabei. Obwohl wir könnten an sich eigentlich auch ein bisschen was verkaufen, weil Pugneum... Wir verkaufen mal ein bisschen was. Auch wenn dann wir da vielleicht... Na, wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Hallo? Hä? Achso. ja. Nein, nicht in die Richtung! Oh, jetzt breche ich mir gleich wieder was. Oh, komm, ich geh die Rampe hoch, wenn das so wieder nicht funktioniert. Dann machen wir es ganz altmodisch. So. Oh, guck mal hier, das sieht fast genauso aus wie meins. Oder mein früheres, besser gesagt. So. Verkaufen wir jetzt mal die Neutrinos. Die Neutrinos... Waren wir hier eigentlich schon mal? Nee, ne? Nee, hier waren wir noch nicht. Was kriegen wir eigentlich bei dir? Technologiekaufmann. Was für Technologien? Na, nicht helfen! Ja, ich hab noch nicht helfen. Meine Lizenz, so mal gucken. Was hast du denn mit Bauplänen handeln? Ach, guck mal, hier kriegt man Schiffstechnologie. Erforderliches Ansehen Mitarbeiter. Also da müssen wir noch ein bisschen was machen. Technologiebauplan. Zyklotenballist. Ja. Yeah. Also was sie nochmal patchen müssen, ist, dass die Viecher einen die ganze Zeit voll quaken. Also das geht mir voll auf die Klöten. Ganz ehrlich. Einfach mal die Schnauze halten. So, verkaufen. Weil ich will dann zumindest Pugneum. Wir machen es bei minus 1%, aber naja, gut, was soll's. So, minus 1%, dann kriegen wir es mal 85.000 knapp. Das sind dann wieder ein paar Units mehr. Neutrino. Ja, verkaufen wir auch mal, was soll's. So, was haben wir da? Da ist nix. Da können wir auch erstmal nix. Wassersphären.
Verkauf. Achso, die können wir sogar kaufen hier. Das ist natürlich interessant. Werde ich natürlich nicht tun mit 22.000. Beziehungsweise, die kannst du hier natürlich verkaufen. So, da haben wir auch nochmal Pugneum. Kriegen wir auch nochmal 68.000 für. Alles schön auf Sparkonto. Feinstens. So, was haben wir hier? Zink. Nur das behalten wir natürlich noch. Wassersphären. Kriegen wir 5 Stück 113.000. Allerdings auch minus 3,1%. Also das ist natürlich nicht so schön. Wobei es uns egal sein kann. Wir verkaufen sie ja eh nicht. Von daher ist es Wumpe. Rubeum 1. Sehr gut. Ja, dieses Feridium. Oder wie hieß das jetzt noch? Ich hatte, das stand irgendwo im Protokoll mit drin. Da, Viridium. Viridium, Feridium. Das brauchen wir fürs Landwirtschaftsprojekt. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, ob wir oder wann wir überhaupt diesen Tau-Reaktor kriegen. Vielleicht haben wir ja Glück und haben schon irgendwas gemacht, womit wir uns den verdienen. Wer weiß das schon. Leichter wird es auf jeden Fall nicht, weil wir brauchen ja für den dritten. Für den dritten brauchen wir ja 10 komplett erforschte Planeten. Und ich habe, glaube ich, noch nicht mal einen erforschten Planet. Also von daher, von der dritten Ausbaustufe sind wir auf jeden Fall noch ganz weit weg. Es kann natürlich auch sein, dass Tau der dritte ist. Ich weiß es immer nicht. Ich kann mir das immer nicht merken. Tau und Sigma und... Ich meine, anstatt so einfache Sachen zu nehmen, dann nimmst du Alpha, nimmst du Beta und dann nimmst du als drittes nimmst du Omega. Dann weißt du, alles klar. Alpha, Beta und Omega ist dann das Beste. Das ist ja sowieso... Da ziemlich selbsterklärend. Was wird mich denn gerade eben angeschnauft? War das mein Konstrukteur? Huch. Moin Jungs, da bin ich wieder. Papi ist wieder da. War das für ein Konstrukteur? Ich bin mir nicht... Nee, ich glaube, bei dir hatten wir alles, ne? Für wen war denn das? Für wen vor Ort denn das? Protokoll. Rubeum war für die Wissenschaft. Alles klar. Dann ist der Knilch hier hinten. Ups. Alter, irgendwie bin ich heute von der Steuerung her so ein bisschen durch. Irgendwie, weiß nicht, ob ich hier irgendwie irgendwas verstellt habe. So, Herr Wissenschaftsmensch, hier habe ich dann Rubeum. Ich habe gleich 250 mitgebracht. Bei der Arbeit mit Sprengstoff darf man keine Fehler erlauben, könnte blubber Rubeum. Ja, Rubeum, mein Freund. Hier hast du das Rubeum. Hier sind Baupläne mit einer Formel Sprengstoff. Sehr viel stabiler, aber immer noch gefährlich. Also vorsichtig. Sprengstoff. Eine Allzweck-Sprengladung mit einem hochentwickelten Triebmittel, das zum sicheren Transport und zur Handhabung inaktiv gemacht werden kann. Kobrit und Ferfidium. Da frage ich mich, wozu brauche ich denn Sprengstoff? Es war schön und gut. Kobrit. Ich kann mal schauen. Technologie. Ich würde mal interessieren, was das kostet, wenn ich das verticker. 37.000 pro Stück. Okay, das heißt, bei einem 10er Stack sind das 370.000. 370.000. 30.000. 37.000. 37, ja, das schlägt natürlich trotzdem immer noch nicht Isoliergel. Wir könnten natürlich, was brauchen wir alles für Sprengstoff, Kobrit, für Fidium? Wir könnten natürlich auch sowas wie Matmox oder sowas, da kriegen wir 30.000 für, das ist ja nicht schlecht. Man könnte natürlich jetzt, Matmox könnte man anbauen, beziehungsweise könnte man jetzt craften, man könnte hier das Plasma nehmen, Sprengstoff könnte man jetzt alles reihenweise craften oder hier diese das Schmiermittel, das ist vielleicht schon wieder zu günstig. Isoliergel könnte man, Säure schon fast, das ist fast schon zu günstig. Das ist so gut wie gar nichts wert. Naja, das lohnt sich nicht. Also ich sag mal, man könnte jetzt im Prinzip könnte man diese drei und letztendlich das Isoliergel und natürlich das Schmiermittel als solches, das könnte man craften. Ne, weil dafür braucht man ja immer unterschiedliche Werkzeuge, unterschiedliche Ressourcen. Die könnte man natürlich alle komplett bauen, könnte man craften und die auch komplett verkaufen. Also muss man nicht jedes Mal sich so auf Isoliergel fixieren, auch wenn es dafür die meiste Kohle gibt. Da kann man dann halt an verschiedenen Ebenen dementsprechend Geld verdienen. So, dann hatte ich natürlich in den Kommentaren auch noch stehen, dass ich nicht ganz optimal ausgerüstet bin von meinem Raumschiff her. Also, dass diese einzelnen Module nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Man sieht das hier zum Beispiel bei den
bei den Schilden, dass sie hier so aufgebaut sind und die Photonenkanone auch so schräg angeordnet sind, das ist natürlich nicht optimal. Deswegen hatte ich hier zum Beispiel einen Hyperantrieb, die habe ich auch untereinander gesetzt. Das ist optimal, weil dafür gibt es natürlich dann diverse Boni. Das ist vollkommen klar, das weiß ich auch. Habe ich nur nicht gemacht, weil ich auf gut Deutsch gesagt keine Lust hatte, das alles hier nochmal auseinander zu prügeln und das nochmal neu anzuordnen. Werden wir aber noch machen. Also ich muss mal sehen, was ich für Schild ausgeben muss. Und mein Plan war sowieso, dieses Schiff nicht weiter aufzuwerten, weil ich wusste ja von vornherein, dass wir irgendwann ein Schiff haben werden, was besser ist als Klasse C, was besser ist als ein Shuttle und so weiter und so fort. Ich wollte mich eigentlich eher so auf einen Frachter spezialisieren. Nur mal so am Rande. So, ja, jetzt haben wir Sprengstoff. Was könnten wir machen? Wir könnten uns erstmal entmüllen, würde ich sagen. Wir entmüllen uns erstmal. Was? Achso. So, und dann gucken wir mal, was wir an Isoliergel schon wieder craften können, was wir an Perfidium da haben. So, wir haben Mordit. Ja, wir haben Temerium. Temerium Rubeum. Wir haben wieder irgendwas hier, was wir eigentlich momentan nicht brauchen. Wo, ja, gut, 57.000 ist natürlich krass. 57.000 pro Unit. Da müssten wir natürlich aber auch schon ordentlich abholzen, um da das verkaufen zu können. Da ist natürlich wahrscheinlich Isoliergel schneller herzurichten, schneller zu beschaffen als Rubeum. Ja, gut, vielleicht gönne ich mir mal den Spaß. Das mache ich vielleicht mal in der Aufnahmepause. Und dann fliege ich da vielleicht mal hin. Man könnte natürlich, das wäre vielleicht schon interessant, könnte man natürlich auf dem Planeten, wo es Rubeum gibt, könnte man sich natürlich diesen. Naja, hier unsere Fahrzeuge könnte man sich da eigentlich wunderbar, also so eine Plattform hinsetzen, weil dann können wir mit so einem Fahrzeug durch die Gegend düsen. Allerdings sind wir natürlich dann wieder an dem Planeten, hat man es ja gesehen, dass es nicht so leicht war, Rubeum zu finden. Also würde das vielleicht auch nur wirklich dort Sinn machen, wo wir reichhaltiges Rubeum haben. Egal. So, wir haben Wassersphären, die wollte ich ganz gerne herstellen. Wassersphären. Also nicht die Wassersphären herstellen, sondern ich wollte mal gucken, wo wir die am besten hinsetzen. Exoanzugverstärkung. Exoanzug-Umweltschild. Und dann würde ich nämlich ganz gerne mal so eine Tauchglocke, ganz gerne mal so ein Ding hier hinsetzen. Warte mal, wie viel? So, das ist nämlich diese Belüftungsmembran Theta. Mikrodichtes Gewebe und Elektronendampf. Eine Wassersphäre haben wir jetzt. Und dann brauchen wir jetzt ein mikrodichtes Gewebe und Elektronendampf. Elektronendampf. Und auch dieses Gesundheitsmodul könnte man natürlich noch nutzen. Dann haben wir noch Kühlmittelnetz. Ja, ein Kühlmittelnetzwerk. Mehr gibt es hier gar nicht. Mehr haben wir noch gar nicht erforscht. Naja, gut, was heißt erforscht? Geschenkt bekommen. Wieder eine verbesserte Fähigkeit, über längere Zeiträume unter Wasser zu schwimmen, kann man an Belüftungsmembran-Upgrades verwendet werden. Das Gerät wird durch Oxidelemente geladen, funktioniert automatisch nach dem Bau im Exo-Anzug-Inventar des Nutzers. Ja, geil. Also ich würde mal sagen, wir brauchen dann auf jeden Fall nochmal mikrodichtes Gewebe und Elektronendampf. Mikrodichtes Gewebe zweimal. Denn würde ich doch mal sagen, machen wir das. Mikrodichtes Gewebe, da hatten wir es doch gerade schon. Dafür brauchen wir Eisen und Platin. Platin haben wir am Mann. Also nicht am Mann, aber hier im Lager. Platin, das müsste hinten sein. Platin. Eisen haben wir auch, glaube ich, genügend. Korrekt. Mikrodichtes Gewebe haben wir sogar noch einmal. Sehr geil. Dann nehmen wir das schon mal. Und dann Pugnium. Das hätten wir auch mal gleich mit vertickern sollen. Platin. Platin. So, dann nehmen wir erstmal ein bisschen, upsala, bisschen was davon. Und dann machen wir hier mal E. Nein, können wir gar nicht. Können wir nicht. Wir müssen da erstmal wieder rein. Mikrodichtes Gewebe. So. Dann gehen wir hier wieder rein. Das muss man auch vielleicht mal ein bisschen optimieren. Das Hin- und Herschieben von dem ganzen Material hier. Das ist immer ein bisschen nervig. So, dann haben wir zwar mikrodichtes Gewebe. Und was braucht denn wir noch? Schon wieder vergessen. So ein Mist. So, dann machen wir noch mal
Weil man auch ständig durch die Inventare durchswitchen muss, ist es auch ein bisschen nervig. Elektronendampf natürlich. Elektronendampf. Dafür brauchen wir Suspension und Plutonium. Suspension war, glaube ich, nur Kohlenstoff, ne? Ja. Kohlenstoff sollten wir sogar da haben. Das hatte ich ja auch schon ein bisschen gestackt. So. Kohlenstoff haben wir da. Perfidium allerdings nur 145. Da müssen wir mal gucken. Perfidium, hatten wir das nicht sogar hier im Sonnensystem? Ich meine, wir hatten das sogar hier im Sonnensystem. Ja. So, dann gehen wir hier wieder raus. Wieder ins Inventar. Dann gehen wir wieder hier ins E. Und machen uns da mal Suspension. Jetzt müssen wir das natürlich dann auch schon wieder... Ah, das ist... Ah, so, das... Nee, X und das da rein. So, dann müssen wir wieder in das Inventar. Och, das ist aber ehrlich, du. Manchmal... So, Elektronendampf. Wo? Jetzt haben wir Elektronendampf. Jetzt ist natürlich die Frage, wo setzen wir das hin? Wo kommt das hin? Kommt das dahin oder kommt das dahin? Ich glaube, das ist wurscht, ob wir es da oder dahin setzen. Es kommt, glaube ich, der Sache... Ist sowieso recht wumpe. Machen wir das erstmal dahin. Und dann setzen wir Belüftungsmembran Theta. Steht da eigentlich Sauerstoff 150? Sauerstoff 150, heißt das nochmal 150 drauf oder insgesamt? Naja, 150, also dass es 50 mehr sind. Jetpack. Das kann man auch nicht versetzen, ne? Achso, doch, das kann ich da oben hinsetzen, sehr gut. Weil da hat man ein bisschen mehr Überblick, finde ich. Zink, oh, Zink haben wir aber auch gut. Das Zink, das kam, glaube ich, von den Wächtern, meine ich. Das kam, glaube ich, von den Wächtern. Wo wir nochmal gleich kurz gucken können, Eisen, ob wir Titan haben wir, ob, wegen Schilde, ob wir nicht noch Schilde irgendwo bauen können. Können wir garantiert bauen, aber ich würde ganz gerne nochmal schauen, dass wir vielleicht auch das Schiff tatsächlich nochmal optimieren vielleicht. So, Plutonium, hier packen wir noch ein bisschen Eisen rein. Jetzt hier haben wir auch nochmal massig Zink, Wassersphären. Die würde ich ganz gerne... Yeah. So, was kostet das? Ich warte mal, ich muss, glaube ich, mal hier reingucken. Schilde, Gesundheit, Technologie installieren. Da haben wir nichts weiter. Haben wir keine Schilde? Müssen wir die tatsächlich kaufen? Das ist aber Sünde. Müssen wir tatsächlich mal gucken, wo wir Schilde gekauft kriegen. Das hätten wir wahrscheinlich eben gerade bei den Geek machen können. Weil der hat auch Waffen verkauft. Und ich weiß nicht, ob der auch Schilde verkauft. Zumindest habe ich keine Schilde gesehen. Das ist natürlich schade. Ja, gut, wir gucken mal erstmal auf der anderen Seite, ob wir ein bisschen Platz im grünen Container haben. Ich glaube es nicht. Nein, natürlich nicht. Dafür haben wir viermal Glas. Glas wollten wir ja auch noch weiter anbauen. Ist natürlich die Frage. Warte mal, ich will mal ganz kurz nach draußen gehen. Ich hatte ja eigentlich vor, mir hier noch einen zweiten Glaskasten hinzubauen. Und zwar hier drauf. Allerdings kommen wir dann da wieder nicht rein. Obwohl das eigentlich wurscht ist, glaube ich. Hier nochmal einen zweiten Glaskasten setzen. Wie war das noch? Wie kam da jetzt noch? Hier ist er, glaube ich, nicht mit drin. Ne? Doch, da ist er. Du brauchst 80 Titan, 5 Glas. Zweimal Suspension. Weil dann könnten wir nämlich hier eigentlich auch nochmal Spadonium und auch nochmal Temerium eigentlich nochmal pflanzen. Geht das auch auf? Ach, guck mal, da war ja... Stimmt. Da war ja eigentlich mein Wohnzimmer hier. Oder meine Schlafkombüse. Der Kombüse ist eine Küche. Naja, also mein Schlafzimmer da.
Bisschen karg, ne? Also man so eine Spielekonsole oder mal einen Fernseher. Warte mal, hatte ich nicht einen Fernseher mal an die Wand gebaut? Nee, hatte ich nicht. Reinspannen kann man auch, aber wenigstens ein kleines Pflänzchen, da wenigstens so eine kleine Beleuchtung an der Wand, das ist doch auch schick. Okay, Doch, ich würde sagen, wir machen da die Glaskuppel direkt drauf. Oder machen wir da auch nochmal so ein Zwischendeck drauf. Ich glaube, wir setzen da nochmal ein Zwischendeck. Weil dann können wir da zur Not auch nochmal, nicht Fenster, wollte ich sagen, sondern Pflanzen setzen. So, dafür reicht das nicht. Ich brauche nochmal Eisen. Ich meine, das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Ja. Holen wir uns auch noch ein bisschen Eisen. Toll. So, ein bisschen Eisen. Und was war das noch? Titan, ne? Eisen, Titan und fünfmal... Und fünfmal Koriza... Ne, nicht fünfmal Koriza, fünfmal Glas. Und hier war ja auch alles voll, ne? Neutrinos. 137.000, das ist auch nicht gerade zu verachten. 44.000 pro Stück, also sind insgesamt auch nochmal 88.000. Achso, nee, sind schon zusammengerechnet, okay. Also das sind insgesamt 137.000, okay, alles klar. Geek, das könnte man eigentlich auch nochmal... War das nicht so, dass man die Dinger verkaufen muss im Sonnensystem, wo die Geek vorrangig herrschen? Weil dann könnte man die natürlich, die Geek-Amulette, könnte man natürlich dort vertickern. Das wäre vielleicht nochmal zu prüfen... Ich packe jetzt erstmal die Wassersphären weg. Am besten in einen Behälter, wo sie auch noch reinpassen. Und zwar hier rein. Guck, jetzt sagen 584, dann können wir wenigstens ein bisschen Glas machen. Sollte jetzt rein. Wassersphäre, 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 Wassersphäre. Korizagen geben wir auch nochmal. Ich glaube, wie viel waren das? 100? Wie viel brauchte ich pro Glas? Wie viel war das pro Glas? Wassersphäre, die müssen wir auch noch mal... Achso. Schieben wir mal dahin. Die Gogen können wir hier auch gleich mal rüberschieben. Temerium müssen wir rüberschieben. Warp kann eigentlich hier bleiben. Die packen wir mal hier hin. So, Eisen lassen wir da mal mit drin. So, einmal das. So, und dann machen wir einmal Glas. Einmal Glas E. Einmal Glas. Wie viel kostet das jetzt? Scheiße, habe ich wieder nicht drauf geachtet. Ist aber egal. Ja, nee, 30 mal, ne? Vorher waren das 250, jetzt sind es 220, also müssen es ja 30 sein. Okay, das wieder zurück. Glas haben wir da. Und wo war jetzt... Aber da brauche ich ja wieder fünfmal Glas für. Hä, wurde ich in das Glas reingepackt hier vorne? Ja. Hier brauche ich natürlich dann wieder fünf Glasplätze. Das ist auch so ein Elend. Warte mal, wir packen das mal. Ne, das nicht. Ja. Dann mache ich das mal schon anders. Ich müll mich dann auch erstmal vom Inventar her aus. Kohlenstoff, Temerium, Tamium, das packe ich mal weg. Tamium packe ich weg. Tamium, Tamium. Inventar ist voll. Zink können wir nochmal weglagern. Das brauche ich, glaube ich, momentan auch nicht. Zur Not hole ich es halt wieder raus. So, haben wir erstmal Zink ohne Ende. Fast 1000-mal Zink. Das ist schon sehr, sehr schön. Nanithaufe. Nanithaufe müssten hier vorne irgendwo drin sein. Nein, der grauen Behälter. Nehmen wir nochmal Temerium. Brauche ich gleich sowieso Temerium. 178 Units. Ja, 1000 Stück sind 1000, 112.000. Das ist natürlich, ja.
Ja. So, Tamium. Ach, hier haben wir ja auch nochmal Tamium drin. Ach du Scheiße. Und 1000er Niethaufen. Oh, da können wir die ganze Galaxie verkaufen. Beutelgift 10 Mal. Was kriegen wir dafür? 68.000? Eisen brauchen wir ja auch. Eisen können wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen. Das ist zu viel. So, da haben wir. So, nehmen wir erstmal so viel Eisen. Ich glaube, 50 mal Eisen brauchten wir, glaube ich, für eine Zelle, ne? So, dann packen wir das erstmal hier hin. Zink haben wir da, Titan, Kandensium. So. Rigogen können wir hier vorne, das war glaube ich hier mit drin. Rigogen, das können wir, die paar, die wir gefunden haben, können wir hier noch mit reinschmeißen. Spadonium müssen wir natürlich gucken. Eiweißperle, 3 Stück, 60.000. Amadium, ja gut. Ich glaube, wir nehmen mal das mal kurz mit rüber. Den Graphen. Ich glaube, ich werde mal die ganzen Sachen, die wir hier so haben, ein Gas, das von eingeatmet wurde, bla bla bla, enthaltene Verbot. Ich glaube, wir sollten mal die Sonnensysteme mal abgrasen, dass wir so ein Kram mal verkaufen können. Erstmal gibt das Kohle und zweitens mal gibt das Platz und drittens gibt das auch, glaube ich, Ansehen bei den Völkern, wenn wir so einen Grafen verkaufen. Müssen wir mal sehen. Solange packen wir, glaube ich, erstmal Rubeum rein. Das verballern wir eh gleich hier. Glas. Eisen. Ja. Dann holen wir uns nochmal kurz. Och, Alter. Irgendwie ist die Steuerung heute. Kriege ich das irgendwie nicht gebacken heute. So. Zack. So, dann haben wir jetzt fünfmal Glas, das ist schön. Wir schauen mal ganz kurz rein, bevor ich in die Aufnahmepause gehe. 100 mal Eisen. Und 80 mal Titan-Suspension. 2 mal Suspension und 80 mal Titan. 80 mal Titan. 80 Titan merken. 80 Titan. Ja, ich weiß. So, 80 mal Titan. Und dann brauchen wir noch coolen Stoff. Beziehungsweise Suspensionsflüssigkeit. Suspensionsflüssigkeit. Das schmeißt. Ja, natürlich. Zweimal. Dann machen wir das nochmal. Nein, das weiß ich noch. Das meine ich noch. Aber da haben wir ja auch nichts mehr, ne? Haben wir hier noch. Hier können wir noch einmal Suspension machen. Zweimal Suspension. Was ich zum Beispiel auch blödsinnig finde, wenn ich jetzt hier nochmal Suspensionsflüssigkeit crafte, dann macht er halt 2 Stacks draus. Ne? Anstatt dass er sagt, okay, ich packe das gleich damit hin. Ist eigentlich auch ein bisschen blödsinnig. Also das wäre auch mal schön, wenn man das ein bisschen feiner machen könnte. So, zweimal Suspension. Dann haben wir Titan dabei. Wir haben Kohlenstoff, brauche ich gar nicht mehr. Kohlenstoff kann ich wieder getrost ins Lager packen. So, dann haben wir gleich Temerium für Isoliergel zum Herstellen, ein bisschen Eisen und ein bisschen Titan für einmal, für das Zwischendeck und dann halt einmal Titan. Was mache ich noch schnell? Ich weiß, ich überziehe dann die Folge ein bisschen, aber was soll's. Geht ja auch nur darum, mal eben einen kleinen Raum hier zu bauen. Huch. So, immer hier. Einmal da. Dann machen wir mal kurz einen runden. Nein, noch. Muss natürlich dann auch den richtigen Knopf drücken. So, dann setzen wir mal F. So. Hallo? So. Da knackt der Knochen. Dann packen wir da noch eine Glaskuppel rauf. Tada! Ach, sag mal, schon wieder der falsche Knopf. Was ist denn los heute? Ja, du sollst. Hä?
Ach so, weil er schon gesetzt hat. Oh mein Gott. Ich habe das gar nicht gesehen. So, dann haben wir noch einen Zwischengang. Glas, dafür wird es wahrscheinlich nicht reichen. Da brauchen wir nämlich noch einmal Glas, 10 Heridium, 10 Eisen. Einmal Glas können wir noch bauen. Dann mache ich nämlich gleich noch so einen Glasgang dazwischen. Machen wir bei der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge. Hier baue ich nämlich genauso einen Glasgang, so wie hier. Oder Glasgänge. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge No Man's Sky wieder. Am Samstag, wie gesagt, vielleicht sogar mit dem Alpha 4 Pass, vielleicht mit einem Beta-Update oder mit dem kompletten Update für alle oder weiß der Geier. Irgendwas wird vielleicht am Freitag passieren und wenn nicht, dann geht es Samstag ganz regulär weiter. Ich glaube, im August soll sowieso das Update regulär für alle kommen. Also, das ist ja auch nicht mehr allzu lange hin. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für Daumen hoch, Kommentare etc. pp. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge in No Man's Sky wieder. Macht es gut. Tschüss.